Abschließend habe ich jetzt noch einmal hier an die Tafel geschrieben, was wir unter dem größten gemeinsamen Teiler verstehen wollen, damit du das in Ruhe nochmal nachlesen kannst. Also, der größte gemeinsame Teiler zweier oder mehrerer Zahlen ist das Produkt der kleinsten Potenzen ihrer gemeinsamen Primfaktoren. Das Wort Primfaktoren habe ich jetzt bewusst nicht mehrmals verwendet, um da nicht mehr neue Begriffe hineinzubringen als notwendig. Wir haben das ja schon des Öfteren vorher in Aufgabenbeispielen getan, also war das jetzt hier nicht so vordergründig. Wichtig ist, dass du jetzt also dir einprägst, der größte gemeinsame Teiler zweier oder mehrerer Zahlen ist das Produkt der kleinsten Potenzen. Das mal so als Stichwort. Produkt der kleinsten Potenzen, das könntest du hier an den vorhergehenden zwei Beispielen sehr leicht überprüfen. So, da steht im Gegensatz zum größten gemeinsamen Vielfachen. Und das wollen wir jetzt als nächstes mal an einigen Beispielen ermitteln, um dann den Zusammenhang nochmals herauszustellen.